Stärker, schneller, schärfer waren sie. Dank dieser Qualitäten der Spielerin von TSG Hoffenheim funktionierte das Team wie eine Kuckucksuhr. Die Kombination von Kazala und Falcon war einfach zu viel für Karich. In jeder Ecke Karich sollte Kazala markieren, aber es war nicht ganz einfach. Und jedes Mal Falcon ausführte die Ecke, ja, Kazala konnte ein bisschen frei sein und den Ball, ja, in den Kasten bringen. Und ja, Janina Minge konnte nicht Kessler stoppen. Trotz der Bemühungen von Freiburg war der Ausgleich nicht möglich. Mann, Freiburg hinkt dem Rhythmus des Lebens einen Schritt hinterher. Jedes Mal, wenn sie mutiger werden, fühlt es sich an, als wäre es zu spät. Haben sie im Leben nicht schon einmal erlebt, dass sie trotz vollem Einsatz nichts erreichen? Und ja, es war klar, dass die Fehler von Freiburg in Tore umgewandelt wurden. Dafür hat Janina Minge einiges zu sagen. Das war nicht ihr bestes Spiel. Ich hoffe, dass es ihr beim VfL in der nächsten Saison besser gehen wird. Das ist Alina Fußball, ich bin Alina. Danke sehr, dass ihr dabei seid. Bitte abonnieren Sie meinen Kanal, kommentieren Sie über dieses Spiel und über die Leistung von Janina Minge. Und ja, wir treffen uns nochmal im nächsten Video.